Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Green Hell. Ja, ich habe mich dazu entschlossen, wir werden das... Wo kommt der her? Komm her hier, Ingo. Selber schuld. Arschloch. Wo kam der her? Barara-Krieger. Wo einer ist? Ist normalerweise auch ein zweiter. Jetzt wird mir hier schon angegriffen im eigenen Lager. Du... Ich verkneife jetzt irgendwelche Ausdrücke. Alter, was ist das für ein Folgenstart? Vor allem, der leuchtet so schön im Dunkeln. So ein Zauberer? So, der hat mich... Feder? Wieso... Ich höre noch Schritte. Wieso lässt ein Krieger federn? Menschenfleisch roh. Alles klar. Ich bin kein Freund davon. Knochen. Auch keine Sau. Wir haben 20 Milliarden Knochen. Ich hätte gerne noch die Steinklinge. Die können nämlich fortschrittlicher sein, beziehungsweise besser sein als die, wo ich habe. Steinklinge. Die hätte ich gerne. Komm, wir machen es mal folgendermaßen. Und zwar, wir legen mal, was braucht man nicht? Noch ein Messer. Ich glaube, Knochenmesser kann ich mir wieder herstellen. Knochen haben wir mehr als genug. Das sollte mal kein großes Problem sein. Stock. Knochenklinge. Stockklinge. Ah, okay. Wir müssen einmal schauen. Und zwar, eigentlich wollte ich anfangen mit der Folge und wollte sagen, ja, wir bauen jetzt hier erstmal weiter. Dann werde ich hier angegriffen. Aber der hat uns nicht ein einziges Mal berührt und angekratzt. Das ist schon mal sehr schön. Der war ein Komplettversager, mein Freund. Das war ja wohl gar nichts. So, hier können wir schon mal Stöcke aufnehmen. Können wir eigentlich aus dem Brett irgendwas herstellen? Nehmen, zerstören. Nee, eigentlich nicht. Feuerbrett. Okay, wir können Stöcke ohne Ende aufnehmen. Wir haben fast keine Stöcke mehr, so wie es aussieht. Holzscheit. Die würde ich gerne hier reinlagern. So, den Stock können wir noch nehmen. Oh, und wir können hier... Können wir eigentlich schon die Lianen anbringen? Nee, oder? Das geht nicht. Nee, langer Stock, 4 von 6. Ich glaube, wir sind überladen, oder? Kann das sein? Ja, 48 von 50. Wir sind extrem langsam unterwegs und können nicht mehr springen, weil wir überladen sind. Na toll. Komme ich jetzt hier irgendwie... Ja, noch mehr aufheben hilft natürlich nicht gerade weiter. Ich weiß. Aber... Ich kann die jetzt gleich hier reinlegen. Ich habe ja ein Stocklager letztendlich, wo ich nämlich die Stöcke reinlagern kann. Das haben wir uns alles schon gebaut. Knochenmesser. So. Hineinstecken. Bingo, bingo. So, sind wir auch wieder da besser aufgehoben. So, bingo, bingo. So. Dafür haben wir jetzt leider keinen Platz mehr. Aber ich weiß ehrlich gesagt halt nicht, ob das Knochenmesser besser ist. Oder Stockklinge besser ist als das Knochenmesser. Könnte es sein, muss nicht sein. So, wir haben hier relativ... Was hat man hier überhaupt? Knochennadel. Fischgräte, die kann man zum Nähen von Wunden beispielsweise benutzen. Federn, Pfeile können wir damit herstellen. Hier wäre noch Platz ohne Ende. Ich weiß nur nicht, ja, damit können wir irgendwie gar nichts anfangen mit der Feuerstelle. So, wir können uns hier... Ja, komm, Essen nochmal reinziehen. Menschenfleisch zerfällt in 17 Stunden. Ich will aber kein Menschenfleisch essen. Wir haben es bis jetzt nicht gebraucht, dann brauchen wir es auch in Zukunft nicht. Das Einzige, was mir fehlt, ist Kohlenhydrate und ein bisschen Wasser. Es regnet aber gerade im Moment. Das heißt, Wasser ist echt gar kein Problem. Wir haben nämlich unsere schönen, wunderhübschen... Ich sage jetzt bloß, das bringt hier nichts mehr. Nehmen, nehmen, nehmen. Okay, es regnet da anscheinend nicht mehr rein, weil die, weil es mittlerweile gefixt worden ist. Tatsächlich. Ne, hier regnet es aber doch. Hä? Trinken. Tatsächlich, es regnet nur noch, es regnet hier nicht mehr rein in die Kokosschalen, weil die unter diesen Dingern stehen. Weil die hier unter diesen Dingern, also es gab den ein oder anderen Patch mal zur Erklärung. Und so wie es aussieht, regnet es nicht mehr in die Kokosschalen rein, wenn die hier unter diesen, ja, Baumdingern stehen. Wobei das eigentlich Wasser durchlassen sollte. Das war vorher ein bisschen in Legende gelöst. Das heißt, dass ich die hier oben stehen habe, bringt mir momentan nichts mehr. Ich muss sie wieder nach unten lagern. Ich darf die nicht unter irgendwas stellen, sondern die müssen wirklich in der freien Natur stehen. Hier könnte ich aber, ja, komm, hier können wir auch trinken. Und dann muss ich die wieder hier hin lagern. Okay, dann lagern wir halt, komm, wir lagern hier mal noch eine hin, da noch mal eine hin und hier noch mal eine hin.
Hier nochmal was zu trinken, das reicht aber dann eigentlich erstmal so weit. Ich hätte jetzt, wie gesagt, halt auch gern die langen Stöcke. Nachts durch den Dschungel ist aber auch schwierig. Dann hätte ich nämlich die Holzscheide, würde ich hier loswerden, beziehungsweise könnte es einlagern. Ah, die kleinen Stöcke können wir auf jeden Fall aber mal wieder mitnehmen. Wir haben ja gerade alles weggelegt, was wir irgendwie haben. Das heißt, wir können uns erstmal hier wieder ein bisschen voll machen. Knochen kann ich auch nochmal ablegen. Knochenhaufen habe ich ja auch schon einen riesengroßen. Hier liegt überall Material, hier liegen Knochen beispielsweise rum. Ich habe ja überall Zeug liegen. Also schlecht geht es uns wirklich momentan nicht mehr. Steine haben wir ja auch noch rumfahren. Haben wir noch irgendwas anderes, was weg kann? 42 Kilo, was wiegt denn eigentlich so viel? Ach so, meine, ja gut, meine Waffen höchstwahrscheinlich. Das würde am meisten wiegen. Hier hätte ich auch noch Trinkwasser drin. Aber ich glaube, die Waffen, die wiegen echt am meisten. Aber gut, ohne meinen Speer und mein anderes Zeug brauche ich eigentlich gar nicht großartig aus dem Haus gehen. Ich meine, wir sind ja nicht in einem Feriencamp, wir sind im grünen Dschungel. In der grünen Helle, um genau zu sein. Von dem her passt das, glaube ich, schon so. Hier wäre ein Tarp hier, aber Fleisch haben wir eigentlich genug. So, hier war die letzten ein, zwei... Vielleicht sollte ich den Jaguar nicht unbedingt reizen, wenn Nacht ist. Hierhin war nämlich ein Jaguar. Eher ungesund für mich. Und hier war eine Schlange. Das sollte ich auch nicht lang gehen. Wisst ihr was? Es ist zu dunkel. Wir gehen erstmal pennen. Und werden dann... Mit voller Energie, die wir momentan haben... Werden wir dann losziehen. Können wir eigentlich nochmal... Ja, ich könnte mal nachlegen. Gürtel dir Fleisch verbrannt. Effekt unbekannt. Wurde ihnen geistige Gesundheit minus 2. Okay, die geistige Gesundheit fällt, wenn wir dementsprechend verbranntes Fleisch essen. Aber wir kriegen nochmal Protein rein. Bakari-Fleisch verbrannt. Fett und Protein, die geistige Gesundheit... Es ist bei uns sehr hoch, das heißt, das ist, das geht alles. Hier komme ich leider, ja, nicht mehr so richtig gut durch. Wir gehen jetzt nochmal schlafen, es bringt nichts, hier nachts durch den Dschungel zu rennen. Auch wenn es nachts halbwegs hell ist, aber das funktioniert trotzdem nicht. Wir werden jetzt erstmal pennen gehen und dann werde ich mich wirklich auf den Weg machen. Das so ziemlich die, vorletzte Folge sein wird. Hier bis 13 Uhr brauche ich auch nicht pennen. Werden wir uns dann, jetzt mal anschauen... Das können wir noch fertig bauen. Das wäre das Einzigste. Aber ich glaube... komm hier. Wir machen... Ich wollte gerade sagen, wir haben noch hier bitte noch trinken drin. Wir werden uns jetzt auf den Weg machen. Werden einmal durch die Gegend rennen. In der Hoffnung, dass wir da dementsprechend was finden werden. Das hier können wir uns nochmal reinziehen. Wir sollten ohne Probleme überleben. Wir haben eigentlich sehr gute Ausrüstung. Von dem her sollte das alles passen. Und es sollte soweit funktionieren normalerweise. Hier können wir trinken. Da können wir trinken. Und dann sind wir voll. Sehr schön, dass auch, glaube ich, er trinkt. Doch, er trinkt sie komplett leer. Egal. Wie weit? Ab hier. So, die Frage ist, ich glaube, wir gehen in die Richtung. Da war nämlich das letzte Mal ein Fluss. Ich würde gerne den Fluss entlang gehen. Das heißt, wir werden uns jetzt auf den Weg machen, werden höchstwahrscheinlich hier nicht mehr zurückkommen in unser Lager. Das könnte durchaus passieren. Wir nehmen mal noch die Kokosnuss. Ja, wobei... Ja, komm, hier sind noch zwei Kokosnuss. Wir nehmen mal die Kokosnuss, nehmen wir noch mit. Allerdings logischerweise dann in... Hallo? Geht doch. So, nehmen. Zerstören. Oh nee, zerstören. Ja, zerstören, zerstört sie ganz. Ich hätte sammeln machen müssen. Wenn es gegangen wäre, hätte ich sammeln machen müssen. Egal. Wir werden Kokosnüsse noch finden. Wir gehen jetzt einmal hier den Fluss entlang. Ich habe die Hoffnung, dass ich da ein neues Lager finden werde. Wenn wir ein neues Lager finden, gibt es vielleicht noch die... Ist das ein Bär? Nee, ein Tapir. Oh, das sah gerade aus wie ein Bär. Alter Schwede, wenn es jetzt hier noch Bären geben würde. Wobei, ein Bär im Dschungel ist, glaube ich, so ein bisschen fehl am Platz. Wobei, wir erinnern uns, ganz dunkel, bei Lost gab es einen Eisbären. auf der Insel. Also, kann schon irgendwie durch einen Flugzeugabschluss oder sonst irgendwas anderes kann das sein. Oder ist das so ein Nasen? Nee, das ist aber auch ein Tapir, oder? Ich kann die Tiere, ehrlich gesagt, da nicht so gut auseinanderhalten. Ich kenne die Tiere nicht... live. Ich habe noch nie einen Tapir gesehen im wahren Leben. Von dem her fällt es mir da, glaube ich, insgesamt ein bisschen schwieriger, die Dinger auseinanderzuhalten. Aber wir kriegen das alles hin. Wie gesagt, sollen wir noch irgendwie was zivilisationstechnisch... Da rollt gerade eine Kokosnuss lang. Geil. Sollen wir eine Zivilisation finden, werden wir noch die ein oder andere Folge aufnehmen. Oh. Wir haben Blutegel.
Sieht man übrigens an dem Lupensymbol, dass uns irgendwas... Ja, genau, hier. Dass uns irgendwas gerade nicht passt, sieht man an dem Lupensymbol immer. So, wir haben unseren Speer gerade geopfert, mehr oder weniger. Das heißt, wir brauchen Steine herstellen. Steinklinge. Einen langen Stock brauchen wir noch. Den müssen wir uns jetzt dann erstmal schnell suchen. Aber wir können normalerweise auch hier aufheben, erweitern, aufheben, zerstören. Nee, ich würde... Ja, jetzt. Ingo. So, jetzt können wir hier nehmen. Haben wir zwei Kokosnüsse dabei, das reicht mir erstmal. So, Pfeil und Bogen haben wir auch noch. Die Axt haben wir auch noch. So, ich brauche einen langen Stock. Den kriegen wir, wenn wir irgendein kleines Bäumchen fällen beispielsweise. Ein schmales Bäumchen vor allem, kriegen wir den raus. Dass ich wieder ein Speer... Wir haben allerdings noch Pfeil und Bogen und ein paar Pfeile. So, ich werde mal... wir werden flussaufwärts gehen. In der Hoffnung, dass wir dort irgendwie was finden werden, was uns weiterhilft. Vielleicht irgendeine... Ja, irgendein Kokainlager oder irgendwas anderes. Was uns da wieder dementsprechend vorwärts bringt. Großer Stein, okay. Brauchen wir jetzt erstmal nicht. Ja, aber wir gehen erstmal weiter flussaufwärts. Ich würde irgendwo auf dem Weg, werde ich einen langen Stock finden. Also wir werden jetzt relativ viel latschen erstmal in der Folge. In der Hoffnung, dass wir noch irgendwie was Spannendes finden werden auf dem Weg. Aber ich habe nicht die mega große Zuversicht, dass es... Was war das? Also man muss hier aufpassen, was Geräusche angeht in dem Spiel. Geräusche sind sehr, 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 sehr wichtig. Das ist ein langer Stock. Ein Stock. Na, immerhin. Denn man hört beispielsweise auch gerade sowas wie Schlangen, Skorpione und so weiter, hört man. Ach so, na ganz toll. Okay, da ist unser Häuschen. Ich bin ein bisschen arg im Kreis gelaufen, glaube ich. Aber wir gehen trotzdem mal dem Fluss weiter entlang. Nichtsdestotrotz werden wir erstmal dem Fluss folgen, in der Hoffnung, dass wir da halt irgendwie, keine Ahnung, normalerweise... Es werden immer an Flüssen werden immer Dinge, Gebäude gebaut, weil man da eben, weil Wasser gleich irgendwie mit Nahrung und Leben gesetzt werden kann. Ohne Wasser kein Leben, wie wir alle wissen. Von dem her, da baut man auch gerne mal nämlich was hin. Ich hoffe, der hört hier nicht auf. Und zwar flussaufwärts gehen, eine Scheißidee. Hm, Früchte. Oh, sehr schön. Die geben nämlich, ich glaube sogar Kohlenhydrate wieder, oder? Die Früchte waren recht geil. Ja, genau. Kohlenhydrate und Wasser. Wunderschön, können wir uns gleich komplett reinziehen. Steigert unsere Energie wieder. So, vielleicht finde ich auch irgendwo Steine gibt es hier ohne Ende. Also ich erinnere mich, irgendwann habe ich mal Stein gesucht. Steine wie Sand am Meer. Ah, hier waren wir aber schon mal. Hört sich nach Bienen gerade an, ein bisschen. Oh, ich würde gerne hier runter, aber ich glaube, da komme ich nicht runter, oder? Hier waren wir schon mal. Ich erinnere mich. Komm hier runter? Ah, da wäre ein Vogel. Scheiß drauf. Ich habe eigentlich eh nicht mehr vor, wieder zurückzukommen. Ich weiß nicht, wie groß der Fallschaden ist, aber es gibt welchen. Ah, cool. Krebs. Hallo. Könnte man auch essen und braten, haben wir auch schon gemacht. Okay, wir sind jetzt hier. Wir gehen, ich verfolge mal mein Ziel nach wie vor, den Fluss entlang zu gehen. Verfolge ich mal. So, ich hätte gerne noch irgendwas für einen langen Stock. Ich fühle mich jetzt... Hier muss man ein bisschen aufpassen, auf sowas ist gerne mal eine Schlange unterwegs. Ich hätte nach wie vor gerne einen langen Stock. Die können übrigens auch, lange Stöcke können hier auf dem Boden einfach rumliegen. Genauso wie die normalen Stöcke. Das geht durchaus. So, hier wäre noch ein Tapir. Boah. Ja, ins Unbekannte fallen ist immer schlecht. Ah, nee. Sind das? Doch, das sind Tapir. Ah, das andere war, glaube ich, so ein Nasenbär, sowas ähnliches oder sowas. Wie gesagt, ich kenne mich da nicht aus. Nagel mich da jetzt bitte nicht drauf fest. Ah, hier gibt es Fische. Fische, logischerweise, kann man auch mit dem Speer angeln. Und auch braten über ein Lagerfeuer. Würde auch gehen. Sieht doch mal interessant aus hier. Nicht, dass ich halt, wenn ich das jetzt hier irgendwo vorbeirenne, wenn hier irgendwie was gebaut worden wäre. Denn wir können halt wirklich auch nur Blueprints beispielsweise freischalten, wenn wir in irgendein Gebiet kommen, was ja von Menschen geschaffen worden ist. Das, da wäre ein Gürteltier. Sonst kriegen wir da nichts raus. So, wir können mal hier entlang.
Schlange links. Bienen vor mir. Das hier sind Bienen. Und eine Schlange habe ich hier links gehört. Wir gehen mal hier weiter entlang. Ein großer Stein. In der Hoffnung, dass ich hier noch irgendwas finden werde. Zumindest wir sehen mal was von der Karte. Ich glaube, das ist für euch ganz interessant. Wir sehen mal ein bisschen mehr. Und die Karte ist, also mir kommt sie gigantisch vor. Oh, ein Wasserfall. Das sieht doch mal geil aus. Das sieht doch mal klar aus, das Wasser, wie wenn man saufen könnte. Cool. Oh, das sieht echt geil aus. Also grafisch ist das Spiel schon mega, mega genial gemacht. Gerade mit dem Dschungel, der Dichte, allen drum und dran. Die ganzen Pflanzen. Es sieht einfach mega geil aus. Hier müsste doch irgendwo mal wieder was... Irgendein Gebäude. Mann, Vogel. Irgendwas sein. Das hier ist ein Riesensee. Ich glaube, selbst das Wasser sollte man halt nicht unabgekocht trinken. Aber hier kann man auf jeden Fall, könnte man hier angeln. Unsicher. Ganz ehrlich, das sieht mir aber sicher aus, wie wenn ich aus irgendeinem Dreckfluss trinke. Das Problem ist nur, hier geht es nicht mehr weiter. Ich glaube, wir gehen mal oben nach links weiter. Das einzige Problem, was ich momentan habe, ist, dass wir uns halt irgendwann ausruhen müssen, beziehungsweise uns zwangsweise hinlegen werden müssen. Das ist in dem Spiel leider so, weil sonst kippt man um. Also der kann wirklich bis zur endlosen Erschöpfung kann er hier rumwerkeln, aber irgendwann kippt er einfach um. Schwindelfrei ist er auf jeden Fall. Da ist eine Schlange. Da komme ich aber auch nicht lang. Das war eine Maus. Ah, Bingo, Früchte. Die sind sehr gut, weil die geben halt wirklich diese nur positiv, diese Früchte. Die geben mir keinerlei irgendwelche schlechten Werte zurück. Die esse ich am liebsten. Unbekannte Frucht, immer rein damit. Zwiebelst hier rein, mein Kollege. Fallen halt Kohlenhydrate und Wasser. Ein Stock. Ob wir nochmal ein Speer zusammenkriegen werden? Hier wären... Ah, der hier wäre... Na komm, wir bauen schnell noch ein Speer zusammen. Auch wenn es mich leider Energie kostet, aber... So, daraus kriegen wir nämlich lange Stöcke. Hier, langer Stock. Dann können wir hier herstellen. Können einmal die Klinge dazu nehmen und einmal eine Schlinge und kriegen ein Steinspeer draus. So, mittlerweile sind wir auch von der Haltbarkeit, ja, 49 Haltbarkeit. Also wir werden immer besser halt auch, was die Herstellung von Waffen angeht und so weiter und so fort. Die halten dann dementsprechend länger. Also es ist schon insgesamt geil, wie man auch hier hochlevelt und so weiter und so fort. So, bis jetzt hat es uns noch nicht infektionsmäßig erwischt. Ich würde sagen, eine Folge geht noch. Danach werden wir höchstwahrscheinlich sowieso hops gehen, wenn wir kein Lager finden werden. Zurückgehen werde ich nicht mehr in mein Lager. Das heißt, das wird die vorletzte Folge höchstwahrscheinlich werden, außer wir finden noch irgendwas. Danach werde ich durchaus noch eine Folge aufnehmen, aber wenn es nicht irgendwie was Spannendes gibt, war es das leider mit Green Hell erstmal. Aber wir haben einen geilen Einblick vom Spiel gekriegt. Das Spiel ist mega geil, also ich feier's. Ich würde mich freuen, wenn da bald mal ein riesengroßer Patch kommt, wo man auch ein bisschen Story zumindest hat, weil das Problem ist, in diesem Survival-Modus, ich hätte mich in meinem Lager jetzt niederlassen können, hätte dort überlebt, wahrscheinlich noch die nächsten, keine Ahnung, 2-3 Monate ohne Probleme, da wir eigentlich alles hatten mittlerweile, was man so zum Überleben braucht. Uns ging es eigentlich ganz gut, wir sind noch kein einziges Mal gestorben, da bin ich vor allem extrem stolz drauf, denn ich habe es mir erst bei vielen anderen YouTubern angesehen, Green Hell, und die sind, ja... am laufenden Band eigentlich gestorben und da war es, was war das? Und da war ich jetzt eigentlich schon eine Ausnahme, dass wir wirklich nicht ein einziges Mal gestorben sind. Ist das ein Leguan? Ach, wie geil. Okay, der war knapp. Aber okay. Zielen muss ich noch ein bisschen üben, so wie es aussieht. Ah, ist das eine... Oh, wir haben eine Höhle gefunden. Also wie gesagt, eine Folge gibt es auf jeden Fall noch. Wir schauen mal, was wir noch so finden werden. Das war's für die Folge. Ich würde mich über einen Gefallen, mir freuen. Abonniert mich. Ich habe heute die 600 Abos geknackt, wo ich die Folge aufnehme. Vielen lieben herzlichen Dank dafür übrigens. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr mich dementsprechend weiter supportet. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut.